Willkommen da am Zugspitzblatt. Christine Benji und ich haben uns heute vorgenommen, da von der Zugspitze übers Zugspitzblatt, übers Gatterl zurück nach Erwald zu wandern. Haben oben am Gipfel ein bisschen Pech gehabt, weil es ziemlichen Nebel gehabt hat. Aber das Wetter reißt ja auf, es wird besser. Heute möchte ich mit Ihnen an dieser Stelle darüber reden, wie es gelingt, Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Kanzleientwicklung also nicht nur zufällig zu betreiben, sondern systematisch zu betreiben. Dazu gibt es ja mehrere Methoden. Einerseits kann man natürlich bei Do-it-yourself sehr konsequent und engagiert mit einem gewissen Rhythmus, indem man sich klare Kanzleientwicklungszeiten reserviert, an der Entwicklerkanzlei arbeiten. Ein paar wenigen Kollegen, die ich sehr bewundere, gelingt das. Sie nehmen sich tatsächlich Auszeiten aus dem Tagesgeschäft und arbeiten an strategischen, an Organisations-, an Honorarfragen und derartigen und werden nicht vom Alltagsgeschäft aufgesogen. Andere haben nicht diese Disziplin und für die stellt sich die Frage, wie kann man tatsächlich so eine Ausdauerdisziplin Kanzleientwicklung bewältigen. Ein bisschen vergleichbar ist es mit dem Marathon und wer jemals Marathon gelaufen ist oder auch einen Halbmarathon, hat auch verschiedene Methoden, sich darauf vorzubereiten. Und eine sehr hilfreiche Methode ist, sich einen Coach zu suchen, der einen eben in der Marathonvorbereitung begleitet oder sich einer Trainingsgruppe anzuschließen, wo man eben aufgrund eines Trainingsplans Schritt für Schritt an den notwendigen Maßnahmen am Training arbeitet. Die zwei Methoden, die ich jetzt vorstellen möchte, sind das systematische Kanzleicoaching individuell oder eben ein Gruppencoaching in Form von einer Trainingsgruppe, wo sich mehrere Kanzleien zusammenschließen und über einen gewissen Zeitraum Kanzleibentwicklung betreiben. Beides hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ein individuelles Kanzleicoaching, wie ich es immer wieder mit einzelnen Kanzleien durchführe, meistens läuft das Projekt auf ein Jahr oder auch länger, da funktioniert es so, dass zu Beginn des Projekts Ziele definiert werden und dann durch eine regelmäßige Begleitung in Form von 6 bis 8 Wochen Abständen komme ich in die Kanzlei mit Workshops, mit den Mitarbeitern, mit der Führungsrunde an den jeweiligen notwendigen Maßnahmen gearbeitet wird. Und allein die Tatsache, dass ich alle 6 bis 8 Wochen in der Kanzlei bin, sorgt schon dafür, dass sich Mitarbeiter gut vorbereiten, dass sich Chefs gut vorbereiten und Dinge dann tatsächlich geschehen. Die zweite Methode, ein Gruppencoaching, ist vielleicht schon der bekannte Begriff Pro-Firm, wo mehrere Kanzleien, meistens eine Gruppe von 4 bis 8 Kanzleien, sich auf ein Jahr mit regelmäßigen Treffen, mit klar strukturierten Treffen, das sind insgesamt 7, mit Inhouse-Workshops, mit Benchmarking, mit Mitarbeiterbefragungen, auf ein Jahr sehr konzentriert mal mit der eigenen Kanzlei befassen und dadurch diese Fortschritte erzielen, die sie sonst nicht erzielen könnten. Diese Treffen sind strukturiert, moderiert mit den notwendigen Themen des Kanzleimanagements. Und diese Treffen sind nur ein kleiner Teil. Da wird einiges an Wissen vermittelt, einiges geübt. Wichtig ist natürlich dann die Umsetzung in der Kanzlei. Die wird dadurch sichergestellt, dass diese Kanzleien einen uneingeschränkten Support haben und dadurch ihre Fragen lösen können. Ein wesentlicher Punkt dabei ist dieser Erfahrungsaustausch, der da immer stattfindet, indem Kanzleien berichten, was sie gemacht haben und dann Kanzleien voneinander tatsächlich lernen können. Also der Kanzleientwicklung wird nicht einfach die Kanzleientwicklung wird nicht dem Zufall überlassen, sondern man geht sehr systematisch an die jeweiligen Dinge dran. Einerseits, wie gesagt, in Form eines individuellen Coachings mit dem Vorteil, dass Geschwindigkeit und Themen kanzleispezifisch abgestimmt werden können. Oder auf der anderen Seite in Form von einem Gruppencoaching von Pro-Firm, in dem man sehr strukturiert, systematisch an allen notwendigen Kanzleithemen arbeitet. Die Erfahrung zeigt mir und auch den Kanzleien, dass da nicht Neuigkeiten geschehen, was aber der entscheidende Punkt ist, dass das, was sich die Kanzlei vornimmt, schneller geschieht. Das heißt, dass Projekte, Vorhaben, für die man üblicherweise 2, 3 Jahre braucht, in einer kürzeren Zeit umgesetzt werden. Und das ist ja der entscheidende Vorteil dabei. Also wann auch immer Sie in der Kanzlei
einen nächsten weiteren größeren Schritt machen möchten, welcher immer das auch ist, durch ein systematisches Coaching, sei es Einzel- oder Gruppen, haben Sie da die besten Chancen, ihn auch zu erreichen. Ähnliches bei uns mit der Wanderung, ja, da braucht man auch einen Weg, wo es hingeht. Wir haben uns gerade ein bisschen verlaufen, nein, wir haben uns nicht verlaufen, sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Und man muss auch dranbleiben und ganz systematisch an den Dingen hier auch arbeiten, mit Wandern, um letztendlich das Ziel zu erreichen. Unsere Strecke ist deutlich kleiner, ist auch ein schöner Maß, so 4 bis 5 Stunden, wie eine Kanzleientwicklung über ein Jahr, aber durchaus vergleichbar. Wann auch immer Sie dazu Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht, mich einfach anzurufen oder mir E-Mail zu schreiben, um alle offenen Fragen auf schnelle, einfache Art und Weise zu klären. Wir machen uns jetzt auf, kommen zur nächsten Hütte, gehen dann noch zum Gatterl und werden dann in Ehrwald am späten Nachmittag, Abend hoffentlich, wohlbehalten eintreffen.